diese Differentialgleichung y2' plus 4y' plus 5y ist gleich e hoch minus x. Wie verhalten sich die Lösungen dieser Differentialgleichung für x gegen unendlich? Verhalten für x gegen unendlich. Eine lineare Differentialgleichung inhomogen, Schema F. Erstmal eine spezielle Lösung. Was stecke ich links rein, damit e hoch minus x rauskommt? Naja, Sie probieren irgendwas mit e hoch minus x. Hier steht was mit e hoch minus x, hier steht was mit e hoch minus x in jeweils verschiedenen Anteilen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ein Fünftel e hoch minus x, weil hier ja auch wieder e hoch minus x rauskommt dann und hier auch wieder e hoch minus x rauskommt. Also mein Ansatz wird sein, irgendein Vielfaches von e hoch minus x und dann gucken wir mal. Zweimal ableiten, Minuszeichen kommt zweimal nach vorne, es bleibt a mal e hoch minus x. Viermal einmal ableiten, minus 4a mal e hoch minus x. Fünfmal dieses hier, also plus 5a mal e hoch minus x soll sein, e hoch minus x für alle x. Ich teile durch e hoch minus x. Und kriege auf der linken Seite, oh je, a minus 4a sind minus 3a plus 5a sind 2a. 2a muss 1 sein, also ist a gleich 1/2. Damit habe ich eine spezielle Lösung. 1/2 mal e hoch minus x. Zweiter Schritt, die allgemeine Lösung der Differentialgleichung, die ich homogen gemacht habe. y2' plus 4y' plus 5y gleich 0. Linear, homogen, konstante Koeffizienten. Ich setze eine Exponentialfunktion an. Macht Lambda Quadrat e hoch Lambda mal x plus 4 mal Lambda e hoch Lambda mal x plus 5 e hoch Lambda mal x gleich 0. Ich teile durch e hoch Lambda mal x. BQ-Formel kommt dann. Lambda ist gleich minus 4/2, minus 2 plus minus, den quadrieren, also 4 minus 5, will sagen, ist minus 2 plus minus, Wurzel minus 1, minus 2 plus minus i. Zwei verschiedene Lösungen, also weiß ich, die allgemeine Lösung von dieser homogen gemachten wird also sein, irgendwas mal e hoch minus 2 plus i x, das x nicht vergessen, plus irgendwas mal e hoch 2 minus i mal x. Und damit weiß ich die allgemeine Lösung der gesamten Differentialgleichung. Ich summiere. Was hatten wir eben? 1/2 mal e hoch minus x war die spezielle Lösung der Originaldifferentialgleichung, die wir gefunden haben. Plus, was wir hier gefunden haben, irgendwas mal e hoch minus 2 plus i mal x plus irgendwas mal e hoch 2 minus i mal x. Das Verhalten im Unendlichen hat mich interessiert. Was macht der erste Ausdruck? Ja. Abklingende Exponentialfunktion. Der geht gegen 0. Hier muss man ein bisschen mehr basteln. Wie kann ich den hier umformen? E hoch minus 2 plus i mal x. Genau, das ist der wesentliche Trick. E hoch minus 2x mal e hoch i mal x. Das ist der Trick an der Stelle. Eine Summe im Exponenten, minus 2x plus ix, eine Summe im Exponenten, machen Sie zum Produkt. Und jetzt sollte es relativ einfach sein. Der hier hinten, Euler, ist Cosinus von x plus i Sinus x. Der hier schwingt lustig vor sich hin und hier habe ich einen exponentiellen Abfall.
exponentiell abklingend mal schwingend. Und hier hinten natürlich genauso. Ich schreibe einfach nur ditto. Hier genauso, nur mit dem Minuszeichen vor dem i. Also ich kriege einen exponentiellen Abfall plus irgendwas mal exponentiell abklingende Schwingung plus noch eine exponentiell abklingende Schwingung.